Herzlich willkommen jetzt hier wieder zum nächsten Part des SC Freiburg Karrieremodus. Ist ja schon wieder jetzt eine Weile her vom letzten Part, aber heute steht endlich der zweite Bundesliga-Start ins Haus und zwar gleich mal gegen den ersten FC Kaiserslautern. So, okay, oh Mann, ich wollte gerne unsere nice Trikots tragen, aber wir nehmen erstmal die weißen gegen die roten von den Teufeln. So, unser Team sieht ja wie folgt aus, aber noch in der letzten Folge jetzt am Ende so zusammengestellt und wir werden auch, ich will auch sagen, dass wir so gleich mal in die Partie starten werden. Ach, nee, so. Muss alles in Ordnung haben. Ich will ja noch ein paar loswerden, aber wir kriegen irgendwie gerade keine Angebote rein. So Gende, Kinoshita, auf jeden Fall los. Muster vielleicht auch. Und dann so Stanko auch noch. Aber Kart Föhrenbach und ja, beispielsweise so ein Hufnagel noch verleihen. Franz behalte ich jetzt doch erstmal. Vor allem, wenn ich an der Verletzheit Franz die Alternativ, also die All-Around-Alternativlösung für jede Position. Aber wir starten gleich mal in die Partie gegen den ersten NFC Kaiserslautern am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Die hoffentlich nur ein Jahr für uns andauern wird. Schalalalala, zweite Bundesliga und ja, die haben auch hier das Sky Overlay übernommen, was ich ziemlich nice finde. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass sie es auch für die zweite Bundesliga machen, aber haben sie gemacht, sieht cool aus. Die Schiedsrichter warten da schon auf die Spieler und das verstehe ich nicht, warum eigentlich bei jedem Spiel immer eine Choreo ist. Vor allem immer so eine aufwendige Choreo, aber okay, haben sie nice gemacht. Da sind wir mittendrin, ein paar von uns machen vielleicht auch noch mit, aber sonst sind wir da gut dabei. Lautern gegen Freiburg, Spielerdebüt, von Köln gewechselt, Daniel Helfer, 3,2 haben sie dafür gezahlt und wir haben Nukuri geholt für 1,7 von Inter Mailand und der soll jetzt mal heute zeigen, was er denn auch wirklich wert ist für uns auf dem Platz. Schiedsrichter ist Heiner Schnitti, der gute Schnitti, wir kennen ihn nicht. Und dann starten wir mal in die Partie. Hedenstadt, oh, erstmal ein super Pass auf Nukuri. Nukuri, jetzt ist eine gute Flanke geschlagen und Nukuri, das ist gut, Petersen, Fallrückzieher, oh mein Gott. Das wäre der ultimative Start in diese Zweitligasaison gewesen. Pedersen-Tor mit dem Fallrückzieher. Ah, nach 2 Minuten, das wäre einfach zu nice gewesen. Oh, die Flanke ist nicht ungefährlich, aber Schwollo ist da. Superman-Move, haut den Ball aus. Oh, das wäre gefährlich! Wow. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, die Flanke war gut, aber dann, dass der Ball da so einfach wieder reinkommt und... Puh, einfach aus der Drehung... An Schwollo vorbei. Pritschbeko vielleicht abseits. Versperrt die Sicht von Schwollo. Aber nein, Piosek mit dem 1:0 nach 10 Minuten. Das ist nicht gut. Nee. Jenstadt. Wieder Nukuri. Petersen. Petersen. Ah, oh, scheiße. Oh Gott. Alexander Ring. Oh, schlechter Pass. Aber Pritsch. Oh, Philipp legt sich viel zu weit vor bei Annahme. Und dann ist Pritschbeko da. Pritschbeko. Helfer. What the fuck? Was ein Move. Und... Was ist denn mit Lautern los? Und Helfer, was war das für ein krasser Move? Und bei Piosek schon wieder. Aber Gott sei Dank haben wir Schwollow. Höfler auf Deli. Auf Gnukuri. Auf Vincenzo Grifo. Und der ist frei durch. Ah, aber Müller. Gnukuri. Der Ball trollert ins Tor. Gnukuri. Was ein Ömmeltor. Aber Gnukuri, erstes Spiel für uns. 30 Minuten, erstes Tor. Hammer nice. Auch wenn es so ein richtiges Ömmel-Ding war. Okay, Nukuri, komm, sei dazwischen. Nein, Karl kommt da nochmal ran. Es gibt Elfmeter. Es gibt gleich danach in der 35. den Elfmeter. Weil Kempf, war es Kempf? Ich weiß es nicht. Nee, Höhn war es. Das ist der normalste Körpereinsatz, den es überhaupt gibt. Wenn du das im Strafraum abfallst, hast du pro Partie 8 Elfmeter. Und der ist sogar noch drin, Alexander Ring. Auch Mann, ey, gerade weißt du, Nukuri mit dem Traumtor. Und dann gleich wieder hinten liegen. Alter, scheiße. Das ist doch ätzend. Das ist ätzend. Boah, zur Halbzeit liegen wir 2:1 in Lautern hinten. Es ist nicht unverdient. Also Lautern spielt wirklich gut, aber es ist halt ärgerlich, dass dieser behinderte Elfmeter war, der eigentlich keiner ist. Wechseln wir schon mal aus, ich weiß nicht. Höfler hat mir nicht gefallen. Wir bringen gleich mal Schuster. Der führt jetzt unsere Mannschaft hier mit seiner Erfahrung zu der Wende und zum Sieg. Oh Gott, dann ist es vorbei und verlieren am ersten Spieltag gleich mal gegen Lautern. Boah, was ein Kampf gleich hier mal zum Anfang, ey. War nicht unverdient. Ich habe nach vorne sehr, sehr wenig... Ja, die haben Ballbesitz gehabt bis zum geht nicht mehr, ey. Und hier Schnitti, der Schiedsrichter, war sowieso völlig zum Vergessen. Okay, also kein Start nach Maß erstmal hier für uns. Das ist schon mal nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Egal, wir gehen nicht auf. Erstmal Training machen. So, gleiches wie letztes Mal. Alles simulieren. Ab dafür jetzt.
keine Zeit verschwenden, wir müssen jetzt erstmal wieder gut machen, wir betreiben auch in dieser Folge DAACs, klingt doch erstmal ganz nett. Günther hat sich sehr, sehr gut verbessert, obwohl es nur ein D war, alles klar. Ah, Mann, so, und jetzt geht's gleich nochmal gegen Lautern. Im DFB-Pokal, dann hat es gerade richtig gesehen. Alles klar, nochmal gegen Lautern, das lief ja gerade so gut. Okay, ein Angebot für Stanko, nee, komm, für so wenig lassen wir nicht gehen. 2,5 wollen wir für Mattersburg haben. Ey, gleich nochmal gegen Lautern, ey. Ob das besser wird, man weiß es ja nicht. So. Ach komm, ja, weißt du was, Danko brauchen wir sowieso nicht mehr. Ist der weg. 59, 22 Jahre alt, brauchen wir den echt nicht mehr. So, ja, Kolumbien können wir auch wegmachen, danke. So, und das zweite Spiel dieser Episode geht dann gleich nochmal gegen Lautern. Also eine Doppel-Lautern-Folge, aber diesmal zu Hause, sondern haben wir unsere Heimfans und diesmal spielen wir in unseren coolen Trikots. Und ist es euer Ernst? Ihr habt rote und schwarze Trikots? Ist es euer Ernst? Ich hasse euch. Lautern, ihr seid echt... echt scheiße, ja. Muss ich mal ganz so sagen. Alles klar. Petersens Form geht hoch, wie so auch immer. Oh, Innenverteidiger geht runter, deswegen darf auch Torrejón heute erstmal anfangen für Höhen. Schuster hat mir sehr viel besser gefallen als Höfler, deswegen darf auch Schuster anfangen. Und Barker darf einfach mal für... warte, was kann Philipp denn noch spielen? Ich vergesse es immer. So, Stürmer kann er noch spielen, warte. Na. So, Mittelstürmer spielt Philipp. Grifo geht auf rechts und Deli geht raus. Dafür kommt Barker auf, wenn seine Form hochzeigt, was ich auch nicht nachvollziehen kann. So, und dann ist das jetzt erstmal unsere Aufstellung für das zweite Spiel gegen Lautern und hoffentlich wird das jetzt ein bisschen besser. Der Schiedsrichter ist diesmal Gott sei Dank nicht Schnitti, sondern Ansgar von Hauenstein. Diese Namen, wer denkt sich die aus? Keine Ahnung. Ey, der Schiedsrichter ist schon wieder genauso bekloppt wie auch in der zweiten Liga. Warum pfeift er das? Ganz im Ernst. Muss doch nicht sein. Ja, komm hier, hol das geile Freistoß-Spray raus, du Graffiti-Künstler für Arme. Mann. Es wird wieder gefährlich. Alter, was ist denn los mit uns? Wir kriegen ja richtig von Lautern auf den Sack die ganze Zeit. Jensen. Bleib einfach mal stehen. Genau, chill. Ist ja nur Fußball, braucht man nicht laufen, ne? Karl Schwollo, der ist drin. Ey. Puh, was ist mit Lautern los? Hier, guck mal, Jensen bleibt einfach stehen. Karl kriegt dem leider todesviel Platz, haut den Schuss des Jahres raus und dann ist einfach Bilko, dessen Namen ich nie aussprechen kann vernünftig. Da unten macht er natürlich rein, ey. Boah, wenn der in der ersten Runde rausfliegt, das ist natürlich richtig bitter. Und macht nichts draus, sondern nur einen Scheißpass auf Barker. Aber Günther sitzt nach, Jean Zimmer, Heubach, verkackt es da ein bisschen. Aber er rettet den auch noch vor ihm aus. Das wäre uns nie gelungen. Ganz im Ernst. Alter, ist klar. Jean Zimmer einfach so nebenbei tritt er den einfach nochmal um und das juckt den Schiri nicht. Boah, wunderbarer Pass auf Nils Petersen. Jetzt gegen Heubach. Komm, ist nur Heubach. Jawohl, Petersen. Jawohl, Petersen. Jawohl, Petersen. Jawohl, Petersen. Philipp, jetzt nach. Woll, Grifo, komm, irgendwer. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das ist einfach nicht euer Ernst. Ohne Scheiß, warum kriegen die Freistoßspray bei ihrem Freistoß, aber ich krieg hier keinen Freistoßspray? Wieso? Grifo mit der Ecke. Günther! Komm schon. Es kann nicht wahr sein. Oh, Gnukuri, was für ein Scheißpass schon wieder. Alter, nein. Gott sei Dank, abseits. Oh, alter Scheiße. Günther auf Barker. Nee, doch, ist es Barker. So, Brandon Barker. Auf Nils Petersen. Nils Petersen! Jawohl! Ein Tor in der 45. Minute, der Ausgleich ist da. Brandon Barker schaltet kurz sein Turbo an, marschiert durch die Abwehr und legt dann kurz und knapp ab auf Petersen. Wunderbar. Hat einmal das Tempo genützt und da kann dann auch, ich weiß nicht, wer ist denn der Rechtsverteidiger von denen nochmal? Ich habe den Namen wieder vergessen. Was Helfer? Nee, Helfer ist der rechte Mittelfeldspiel. Egal, Petersen macht das auf jeden Fall wunderbar hier für Nashort. Da kann auch Müller dann nichts mehr machen. Und steht einfach wieder, Gott sei Dank, 1:1. Halbzeit, alles klar. Halbzeit 1:1 unentschieden. Mehr schlecht als recht kann man meinen, aber ich nehme das erstmal so hin. Kann man irgendwie auch hier Spielinfo, Leistung, Bewertung, nee, Spielinfo muss man gehen, ne? Ja. Es ist sehr schmeichelhaft, könnte man meinen. Es ist sehr, sehr schmeichelhaft.
So, Grifo, Schuster, Petersen, Philipp, wunderbar an Ring vorbei, Philipp, Gnukuri, komm, Brandon Barker, wo bleibst du? Okay, Gnukuri, wieder auf Philipp. Na, Philipp, komm, ja, immer noch Philipp. Was mache ich jetzt? Rechtsfuß, okay, erstmal den Move, dann die Flanke, dann Gnukuri, dann Petersen. What the fuck? Das war nicht so geplant, aber das war so ganz okay. Aber Müller wieder, ja, hier, Lauterner Torwartschule, ey. Grifo mit der Ecke. Die ist gefährlich. Torre Juan, George Clooney. Ah, George Clooney. Der Mann mit den grauen Haaren steigt am höchsten und schon wieder Müller, ey. Okay, nächste Ecke. Wir suchen wieder George Clooney, da ist er. Grifo. Ja, diesmal geht Kempf hin, aber Müller ist auch da. Und es gibt Freistoß, sowieso. Kennt er nix. Alexander Ring verliert den Ball an Gnukuri. Der macht das Spiel hoffentlich mal ein bisschen schneller. Schuster. Außen ist Grifo. Und Grifo hat viel Platz. So. Vincenzo Grifo. Geht wunderbar vorbei. Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo. Mit dem Schuss. Und Müller. Komm. Alter. Das ist doch... Mann. Okay, der auf Petersen. Der wieder auf Sané. Jawohl. Das sieht gut aus. Das könnte was werden. Foul. Elfmeter. Bitte. Nein. Scheiße. Heubach ist jetzt mit vorne. Sind jetzt auf totaler Angriff, weil es 1-1 steht im Pokal. Alles klar. Gauss auf jeden Fall. Jetzt ist heute gefährlich. Oh. Gauss. Oh, Heubach. Wunderbar wieder auf Gauss. Gauss. Kommt nochmal ein Ball. Heubach. Nein, mach es nicht. Schwolo ist da. Alter, ist schon wieder so ein richtiges Herzschlagfinale jetzt hier am DFB-Pokal. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Alter, Alter, Alter. So, jetzt. Nein, pfeif nicht ab. Alles klar, Verlängerung. Alles klar, Verlängerung also. Na, erste Runde gleich mal richtig knappe Sachen hier und veranstalten. Besser geht's nicht. Oh, Hedenstad, super dazwischen. Sané. Loftus-Cheek. Hedenstad nimmt den. Komm, 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 komm. Hedenstad gegen Chris Löwe. Sané nochmal mitnehmen. Sané. Petersen dreht sich, schießt. Grifo kommt nicht ran. Was? Ah. Was ist denn hier los, gleich in der ersten Folge, wo es Pflichtspiele gibt, ey? Grifo, Ecke. Wo ist Torrejon? Da. Okay, doch, da ist er. Torrejon! What? Klares Foul. Das, Alter, von hinten. Komm schon. Alter, Torrejon, George Clooney. Nutz doch mal deinen Charme aus und mach ihn einfach rein. Dann, weißt du, wenn Müller nicht rankommt, dann ist er auf der Linie. Und wenn schon eigentlich keiner auf der Linie rankommt, dann geht er gegen die Latte oder sowas. Okay, 26 Meter. Grifo, ey. Der kann gut Freischuss eigentlich, oder? Jo, auf jeden Fall annehmbar. Wir versuchen uns oldschool um die Mauer rum. Grifo mit dem Schuss. Ah, nein. Oh, so close. Hinstart, komm. Hast du? Nein. Hast du doch nicht. Nein. Hinstart, den hast du aber. Wunderbar. So, so, oh, schlechter Pass. Chris Löwe, Heubach, Piosek mit dem Schuss. Schwollo fliegt, Gott sei Dank. Ring, Ecke ist nicht ungefährlich. Oh, 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 oh. Chris Löwe nochmal. Schuss wird abgeblockt. Nochmal. Ziegler. Schwollo ist unten. Schwollo auf Sané. Konter. Über Grifo. Grifo. Komm, 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 komm. Ja, Grifo, lauf, 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 lauf. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Wer was bin? Grifo fällt. Freistoß. Komm, bitte. Nein. Okay. Halbzeit in der Verlängerung. Ich kann nicht mehr wechseln, ich werde nicht mehr wechseln. Es gefällt mir. Wir hätten vielleicht noch ein Tor. Ein Tor ist noch auf jeden Fall drin. Ja, okay. Lautern fällt gerade alles nach vorne. Loftus-Cheek. Okay, irgendwie auf Petersen. Der Ball kommt durch. Der Ball kommt durch. Petersen fällt. Das ist rot. Das ist rot. Komm, da war zwar noch ein anderer, aber bitte rot. Es gibt nicht mal gelb. Scheiße. Okay, Grifo hier. Hier, Ernst August Typi oder wie auch immer du heißt. Ich habe deinen Namen vergessen. 28 Meter. Grifo. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Grifo, der Ball fliegt gut. Nein. Was? Das ist jetzt gerade nicht passiert. Nächstes Foul nehmen wir. Alter, Falter, das kann doch nicht wahr sein. Also von den Großchancen sind wir klar besser. Hier nächstes... Oh. 31 Meter, wir gehen immer ein bisschen weiter weg vom Tor, das ist eigentlich nicht gut. So, Grifo, komm, der ist gut, der ist gut! Das kann nicht wahr sein!
Müller im Tor von denen ist so krass, wenn der nicht da ist, wie gesagt, dann ist einer auf der Linie da und wenn darauf kann er auf keiner Fall. Ich kann nicht mal reden, Alter. Ich bin richtig angespannt. Sané, warum ist da keiner? Sané, einmal mal auf Grifo. Der Ball kommt irgendwie an. Sané, wieder. Grifo, komm schon. Nein. Loftus Cheek, aber es ist vorbei. Die 120 Minuten sind vorbei und immer noch ist kein Sieger gefunden. Das heißt, jetzt geht's ins Elfmeterschießen. Und ich meine, warum ist Lautern hier überlegen in der Statistik? Wir hatten so viele bessere Chancen, vor allem zum Ende hin. Freistöße hier und Pfosten da und auf der Linie geklärt hier. Elfmetertechnisch... Boah, naja, sind unsere ersten Schützen so ein bisschen besser, aber sonst nehmen wir uns da nicht viel. Jetzt Pedersen auf jeden Fall ziemlich solide. Tritt auch als erstes an gegen Müller. Ey, ich bin gerade so angespannt, ne? Nils Pedersen gegen Müller. Pedersen, oben links. Jawohl! Huh! Da macht Müller nix. Colak gegen Schwollow. Colak gegen Schwollow. Schwollo ist da und gewinnt das Duell. Schwollo. Okay, nee. Keine Zeit für doofe Scherze. Julian Schuster. Unser Capitano. Oben rechts. Jawohl. 2:0. So, Schwollo, komm. Bitte noch einmal. Einmal. Dann sind wir so gut wie durch. Alexander Ring gegen Schwollo. Schwollo weiß die Ecke, aber der war zu gut geschossen. Vincenzo Grifo, dem heute ein Tor versagt geblieben ist in der regulären Spielzeit hier, macht dann ein bisschen glücklich, hätte einfach Müller nur springen müssen, hätte er dann gehabt, aber egal, 3:1, also für uns, Chris Löwe, der Linksverteidiger, der hat uns auch ein paar Probleme bereitet, Schwollo ist diesmal auch da, 3:1 bleibt es, und wenn wir den jetzt machen, dann ist es vorbei, und es darf natürlich nie, George Clooney schreitet zum Punkt, Torrejon, komm, einfach volle Kanne rein, Torrejon, er macht ihn, 4:1. Jawohl. Torrejon. Der Matchwinner. Der hatte auch so viele Chancen nach Ecken. Hätte sich auch ein Tor verdient gehabt. Hier macht das und entscheidet somit das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde gegen Lautern für uns. Boah. Ohne Scheiß. Ich nehme jetzt seit einer knappen Dreiviertelstunde, seit einer guten Dreiviertelstunde auf und ist echt. Boah. Es war das erste Spiel war einfach ärgerlich, dass wir es verloren haben. Und hier das DFB-Pokalspiel. Das war einfach echt richtig Herzrasen. Hätte ich nicht gedacht, aber es hat einen echt angetriggert, muss ich sagen. 4:1 auf Elfmeter schießen. Puh. Freiburg ist weiter. Also wir sind weiter. Wie jetzt Christian Streich. Bei Düsseldorf und Braunschweig steht es nach 0 Minuten auf jeden Fall 0-0. Schön. Freut mich für die. Ist mir auch egal. Hauptsache, wir sind eine Runde weiter. Alter, was ein Auftrag, ne? Aktuelles Aussagen interessiert mich überhaupt nicht. Wir kriegen 140.000 nochmal dazu, aber wir werden sowieso keine Transfers mehr tätigen wahrscheinlich. Vielleicht am Deadline-Day. Mal gucken. Wir machen jetzt nochmal Training, machen nochmal das gleiche wie das letzte Mal auch. Ab dafür allesamt. Und wir sehen, Grifo war gut, Philipp war gut, Sané nicht so, Kempf war gut und Günther war auch gut. Das war ein ganz gutes Training. Und dann machen wir erstmal weiter, aber allgemein, Jasper Cillessen wechselt für 27 Millionen zu dem FC Sevilla. Aber ohne Scheiß, jetzt brauche ich eine Pause. Ich brauche eine Pause. Das war jetzt für einmal echt zu viel. So, Stanko ist weg. Freut mich auch für ihn. Aktuell ist aus Kolumbien. Scheiße, richtig. Es fällt, doch, wir haben, ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt noch keine Dinge gekauft? Doch, ich habe doch ganz viele davon gekauft. Wunderbar. Nächste Folge geht's dann gegen St. Pauli und gegen wen geht's noch? Und gegen Arminia Bielefeld. Pauli echt ganz gut und Bielefeld mag ich sehr, sehr gerne, aber darum geht's natürlich jetzt hier nicht im Karrieremodus. Wir müssen nach unserer Pleite am ersten Tag jetzt erstmal uns wieder aufrappeln und gegen Pauli auf jeden Fall einen Sieg holen. Ich hoffe, diese sehr anstrengende Folge hat euch gefallen. Ich hoffe es sehr. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage vorübergehend zumindest. Ciao.